Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flife Universe Video. Heute gucken wir uns den Additional Connection Coupon aus dem Cash Shop genauer an. Was der macht, ist ganz einfach: Wenn ihr euch zum allerersten Mal einen Charakter in Flife erstellt, dann habt ihr unter Taste U Spielzeit insgesamt einen gesamten Verbindungstab und den gibt es dann nochmal als Premium gesamte Verbindung oder Premium Total Connection, wie auch immer. Und habt dort besondere Belohnungen, die ihr dafür bekommt, dass ihr einfach nur euch einloggt in Flife. Also einmal einloggen Tag 1, zweimal einloggen Tag 2 und so weiter. Das Ganze gibt es also einmal als Non-Premium-Variante für jeden, der neu startet oder sich einen neuen Charakter erstellt oder so. Und einmal eben als Premium-Variante über dieses Cash-Up-Item für 1500 F-Coin. Und heute wollen wir herausfinden, wie viel F-Coin stecken in diesen 1500 F-Coin. Also wie viel F-Coin kriegen wir in Items rausgerechnet. Es ist offensichtlich mehr als 1500. Und welche Items stecken zusätzlich noch drin, die wir hier quasi nicht in F-Coin bewerten können, weil man sie gar nicht im Cash-Shop kaufen kann. Ihr findet das Ganze im Cash-Shop unter begrenztes Angebot aktuell als Additional Connection Coupon. Coupon to earn Additional Connection Rewards. Sagt uns jetzt im ersten Moment schon mal irgendwie gar nichts, wenn man nicht weiß, wo man das Ganze überhaupt finden kann. Dafür drücken wir einmal die Taste U, gehen auf Spielzeit und dann haben wir einmal gesamte Verbindungen. Auf dem Charakter jetzt nicht mehr zu sehen, weil ich es mir schon abgeholt habe. Aber wäre auch egal, weil dieser Tab hier ist free für alle neuen Charakter, wenn ihr auf einem neuen Server anfangt und so weiter. Hier habt ihr nochmal die vollen Belohnungen. Tag 1 spielen, Belohnung 1, Tag 2 spielen, Belohnung 2 und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Ganze gibt es jetzt aber hier, wie gesagt, auch unter diesem neuen Tab Premium Total Connection. Und hier gibt es das Ganze nochmal für eben Leute, die diesen Coupon gekauft haben im Cash Shop für 1500 F-Coin. Und hier sind noch ein bisschen andere Items drin, als in dem normalen gesamte Verbindung, das für alle Spieler gratis verfügbar ist, wenn man sich einen neuen Charakter, wie gesagt, erstellt. Und hier ist es jetzt einfach so, dass ich mir, wie schon gesagt, die Mühe gemacht habe, alles rauszurechnen. Beispielsweise Amplis sind 100 F-Coin. Ja? Also wenn ich jetzt einen Ampli haben wollen würde aus dem Cash Shop, müsste ich 100 F-Coin dafür zahlen. Wenn ich jetzt Upcast-Stones haben wollen würde, müsste ich 3x 30 F-Coin zahlen, sind 90 F-Coin und so weiter. Hab mir das quasi alles ausgerechnet. Was ist das wert? Haben wir einen Gesamtwert von F-Coin, der drinsteckt? Haben jetzt aber hier die Besonderheit, dass hier tatsächlich wirklich sehr viele Items tatsächlich im Cash-Shop gar nicht verfügbar sind und doch einen relativ großen Teil ausmachen. Das war beim normalen Battle Pass auch so. Eigentlich war es beim normalen Battle Pass so, dass im normalen Battle Pass so eine gigantische Value drin gesteckt hat, dass es eigentlich schon fast egal war, dass da noch andere Items drin waren, die man quasi gar nicht berechnen kann. Hier ist jetzt aber wirklich so, bei diesem Additional Connection Coupon kauft man indirekt wirklich nur diese Items. Man hat keine anderen Vorteile und man schaltet auch nicht wirklich noch was Besonderes frei sozusagen. Also man hat wirklich nur diese Items hier und deswegen ist es schon ein bisschen wichtiger zu gucken, okay, die Items sind so und so viel wert, aber was ist mit den Items, die man jetzt gar nicht kaufen kann? Ja, was sind das für Items? Und deswegen habe ich mir, wie gesagt, die Mühe gemacht und geguckt, was da alles drin steckt. Ja, und hier sind wir auch schon in der Excel-Tabelle. Wie sehr lohnt sich der Additional Connection Coupon? Kostenpunkt 1500 F-Coin. Ich habe mir, wie gesagt, hier das ein bisschen übersichtlicher gemacht als letztes Mal. Tag 1 120 F-Coin, Tag 2 300 F-Coin in Items, Tag 300 F-Coin und so weiter und so weiter. Was jetzt aber der Unterschied zum Battle Pass vom letzten Mal ist, das wir uns angeguckt hatten, ist eben Tag 6 0 F-Coin. Tag 13, 0 F-Coin, Tag 20, 0 F-Coin, Tag 27, 0 F-Coin, Tag 28, 0 F-Coin. Jetzt denkt man sich natürlich, ja, wie kann das sein? Ich kaufe mir irgendwie so ein Premium-Item und kriege dann nicht mal irgendwie Items, die wiederum auch F-Coin wert sind, zurück. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, doch, weil das halt einfach Items sind, die ihr hier unten aufgelistet seht. Zum Beispiel 23 mal Cotton Candy nach Wahl. Hört sich jetzt nicht so gewaltig an, aber das ist tatsächlich relativ big, weil Cotton Candy ist eigentlich schon ein ziemlich cooles Power-Up, dass man bis auf ausgelesene Events oder bestimmte Events eigentlich niemals wirklich einfach so bekommt. Und vor allem kann man es nicht im Cash-Shop kaufen. Und das macht es tatsächlich, vor allem wenn man es wirklich auch 23 Mal bekommt, jetzt nicht nur 2 oder 3 oder so, sondern wirklich 23, das ist nicht wenig. Einziger Nachteil ist natürlich, man muss erstmal 28 Tage warten, wenn man diesen Nachteil noch außer Acht lässt. Aber ist wirklich nicht schlecht, ja. Dann bekommt man dreimal eine S-Fusion-Schriftrolle, die finde ich persönlich jetzt nicht so besonders. Ist eine kleine Upgrade-Schriftrolle, die die Chance erhöht bei niedrigen Upgrades, also die ist wirklich nicht wirklich erwähnenswert. Dann haben wir 20 mal Bullhamstern, auch das ist nicht wirklich erwähnenswert. Bullhamstern eines der schlechteren HP-Power-Ups, hält nur 15 Minuten für HP plus 300. Viermal Pink Balloon, weiß jetzt auch nicht, ob das so gewaltig ist, kann man drüber streiten wahrscheinlich. Einmal Seeds of Love, das ist tatsächlich nicht schlecht, weil es im Endeffekt einmal
der Pot of Fangs dann am Ende ergibt, der Angriffskraft und XP gibt. Das ist tatsächlich ein ganz cooles Ding. Ein Turkey Buff Item ist auch dabei, ganz am Ende an Tag 28, nämlich da ist eine Turkey Buff Box und ich habe ModMail gefragt, also da ist so eine Turkey Box, heißt die einfach nur, und ich habe quasi gefragt, ist das jetzt das Buff Item oder ist das das Fluggerät? Weil wenn da noch ein Fluggerät für 1000 F-Coin am letzten Tag drin wäre, würde es ja nochmal den Wert von diesem Total oder von diesem Additional Connection Coupon gewaltig steigern. Aber hierbei handelt es sich tatsächlich um das Buff-Item. Und diese Turkey-Buff-Items, die geben Stats nach Wahl plus 30 und 50% XP. Genau. Und das sind so diese Items, die jetzt hier quasi in F-Coin nicht berechnet werden können, weil man sie für F-Coin gar nicht kaufen kann. Ihr seht aber schon, das ist gar nicht so wenig. Klar, wie gesagt, ich persönlich würde der Cotton Candy den meisten Wert zurechnen. Vielleicht noch 60 Gold-Pill ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht und das Turkey-Buff-Item auf jeden Fall. Aber alles in allem auf jeden Fall zusammengerechnet definitiv erwähnenswert. So, was ist jetzt der genaue F-Coin-Wert von unserem Additional Connection-Coupon? 4650 F-Coin, wenn wir das hier unten quasi außer Acht lassen. Also nur das hier oben, sprich Upcut Stones, Amplies, Flask Box, Potion Box, Stat Scrolls, Weapon Bonus Scrolls, eine drin oder mehrere drin. All diese Sachen, so klassische Sachen, die auch im Battle Pass zum Beispiel drin sind, die belaufen sich hier auf einen Gesamtwert von 4650 F-Coin. Ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Das heißt, rein rechnerisch macht man hier auf jeden Fall ein dickes Plus. Man kriegt mehr als die dreifache Value zurück. Und man hat eben zusätzlich noch diese unteren Items hier mit zum Beispiel Cotton Candy, 100 Red Pill nach Wahl, 60 Gold Pill, wie auch immer. Was auch auf jeden Fall nochmal, würde ich mindestens sagen, 500 F-Coin ausmacht. Für viele wären das wahrscheinlich eher so 5000, weil es wahrscheinlich wieder ein bisschen übertrieben wäre. Aber das ist auf jeden Fall nicht wenig. Das heißt, insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, rund 5000 F-Coin, wahrscheinlich eher mehr in Items. So, dann haben wir aber natürlich wieder den Nachteil, alles, was wir hier bekommen, ist logischerweise seelengebunden. Das heißt, wenn man jetzt bestimmte Items nicht wirklich braucht oder gar nicht haben will, dann kann man die jetzt natürlich hier nicht mit dem vollen Wert anrechnen. Da muss man natürlich immer sagen, naja, aber das Item hätte ich mir eigentlich auch niemals für normale F-Coin gekauft. Das kommt natürlich hinzu. Pauschal würde ich sagen, kann man so ungefähr die Hälfte der Value abziehen. Also ich persönlich bin halt so, ich würde mir zum Beispiel niemals Flaskboxen kaufen, weil ich finde die Flaskboxen oder die Flasks im Cash Shop tatsächlich verhältnismäßig teuer und würde mir die tatsächlich nicht kaufen. Ja, aber das ist halt, ich persönlich würde das halt nicht tun. Wenn halt jetzt jemand sagt, okay, hier, schau mal, ich würde das alles so kaufen, dann sieht der einfach nur einen saftigen Gewinn von 3000 oder über 3000 F-Coin im Vergleich zu dem, wenn er sich die Items quasi einzeln kaufen würde. Und ja, das war es nämlich auch schon mit meiner Übersicht. Ich persönlich würde sagen, wie gesagt, wenn euch das Überwiegende der Items interessiert, vor allem, ich denke, interessant sind halt echt diese Bonus-Items. Ich denke, diese Standard-Items, das sind wirklich Standard-Battle-Pass-Sachen. Refresher Hold, Upcut Stone, Amplification und so weiter, ich habe es ja eh schon benannt. Potion Box, Flask Box etc. Diese Standard-Power-Ups größtenteils eigentlich plus ein paar Stats-Scrolls und so weiter. Also wirklich nichts Weltbewegendes, aber einfach nützliche, gute Items, die eigentlich jeder braucht. Also kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Und wer halt wirklich Cotton Candy braucht für Guild War oder solche Sachen oder auch dieses Turkey Buff Item haben will plus den Pot of Fangs dann am Ende von The Seeds of Love und so weiter, der ist hier eigentlich ganz gut beraten, sich das zu besorgen. Das war es mit dem Video, mit meiner Übersicht. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Flife Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung mit täglichen Livestreams. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.